Ab morgen startet das liebevoll genannte Busle in Wernau. So können Senioren ab 60 Jahren auf Spendenbasis diesen bestellen. Auch mit Gehhilfe oder Rollatoren gibt es kein Problem. Im Bus hat es genügend Platz. Bereits letzte Woche wurde der Bus zum ersten Mal vorgestellt. Mit der Begleitung des Musikvereins und diversen Rednern und Rednerinnen wurde dieser geweiht und in Betrieb genommen. Wir haben hier heute die Einweihung und die Segnung vom Busle, vom Wernauer Seniorenbus, das zusammen mit vielen anderen zusammengebracht worden ist und organisiert worden ist für die Wernauer Senioren. Entstanden ist dadurch, dass sowohl der Bürgermeister Elbel als auch die Frau Hanninger und auch andere die Idee hatten, Herr Hallama von Physioline, so einen Seniorenbus für die Wernauer auf die Beine zu stellen, auch weil Wernau sozusagen in den Bergen, wenn man so fast will, liegt und dass die älteren Senioren von älteren Bürger von Wernau hier einfach gut einkaufen können und später vielleicht auch zur Veranstaltung kommen können oder auch zum Mittagstisch und auch einfach in Gemeinschaft kommen, dass sie einfach auch hier teilhaben können, wie der Herr Grübe, gerade der Bundestagsabgeordnete, gesagt hat. Ja, ich wünsche mir vor allem, dass die Wernauer Senioren den Bus annehmen und einfach, dass er genutzt wird und dass viele, viele neue Ideen auch aus diesem Bus entstehen, was das Thema gut alt werden in Wernau bedeutet. So können die Rentner dienstags mit dem Bus zum Beispiel vom Stadtplatz über das Quadrium zum Lidl oder donnerstags vom Penny über den Edeka zum Aldi bis hin zum Stadtplatz fahren. Der Bus wurde durch die Gemeinde sowie von verschiedensten Firmen und Vereinen gesponsert. Wollen auch Sie mit dem Busle fahren? So müssen Sie sich bis 12 Uhr am Vortag unter 07153 311 30 melden.